Amazing Mini Mario Toy. Hurry, but... Mmm, bananas. Mmm. Mini Mario Toy. It walks, it talks, it says... Each one comes in its own crystal ball. Collect one, collect them all. Be the first one on your block to own the amazing new Mini Mario Toy. Hurry, before they're all sold out. Hurry, buy one, buy them all. Buy them all. Buy them all. Buy them all. Mario versus Donkey Kong. Endlich ist es soweit, ja. Mario versus Donkey Kong, der Game Boy Advance Ableger, ist für den Nintendo eShop der Wii U erschienen am 17.09.2015 für 6,99 und natürlich konnte ich da nicht widerstehen und habe direkt zugegriffen. Ich werde jetzt hier direkt mal aus dem Titlescreen rausgehen, weil ansonsten sehen wir hier immer und immer wieder so eine Einblendung von Spoiler-Leveln, die wir noch sehen werden und das wollen wir natürlich nicht. Und ich bin absolut gehypt auf dieses Let's Play. Einige werden wahrscheinlich jetzt dann gleich geschockt sein, weil es ist nicht mehr das, was es mal war. Also, ich habe ja schon einen Mario vs. Donkey Kong Ableger Let's Play. Das war der neueste Ableger der Serie, der 6. Teil. Und das hier ist der allererste für den Game Boy Advance und da gab es ja noch keinen Touchscreen. Und vielleicht fragen sich die einen oder anderen, wie man denn jetzt die Mini-Mario steuern kann. Dieses Spiel hier ist kein Mario vs. Donkey Kong in dem Sinne. Das ist nämlich ein komplett anderes Mario vs. Donkey Kong. Das, dort steuern wir Mario, nicht die Mini-Marios. Und wie genau das ablaufen wird, werdet ihr gleich sehen, wenn ich dann das Spiel beginne. Vorne hinweg gesagt, möchte ich noch sagen, es war mein allererstes Spiel. Ich habe das damals, als ich das meine allererste Konsole bekommen habe, den Game Boy Advance, habe ich das Spiel dazu bekommen und auf meinem Game Boy Advance war auch so ein M von Mario drauf, wie auf seiner Cappy halt. Und deswegen bin ich absolut gehypt. Ich habe ungefähr 6 bis 8 Jahre gebraucht, das Spiel durchzuzocken. Es ist extrem schwer und es wird immer schwerer und immer schwerer. Und wenn man denkt, es ist vorbei, dann ist es noch nicht vorbei. Und ja, meine Freunde, ich bin total gehypt. Ich glaube, man merkt es mir an. Es ist jetzt ein Tag vorbei. Ich musste zwar noch mal in die Schule jetzt Freitag und ich konnte es kaum abwarten, bis ich endlich nach Hause konnte, um das Spiel jetzt endlich zu starten. Und wie wir schon gesehen haben, Donkey Kong hat in einer Werbung mitbekommen, dass Mini-Marios zum Verkauf stehen. Und natürlich sind damit nicht die echten Mini-Marios gemeint, sondern die Plastik-Mini-Marios. Aber leider waren diese Spielzeug-Mini-Marios ausverkauft. Und so stürmt er jetzt die Mario AG, was wo natürlich die Mini-Marios produziert werden. So habe ich die Story damals aufgenommen. Ich kann natürlich nur weitergeben, wie ich sie damals aufgenommen habe. Und allein schon wegen der Nostalgie ist dieses Spiel genial für mich. Wie ihr es findet, ist euch überlassen, aber bitte bleibt ein bisschen dran. Ich kann euch jetzt sagen, der erste Part wird nichts Besonderes sein, aber ich kann euch sagen, das Spiel wird einfach nur affenstark. Und ja, komm, wir legen los, Donkey Kong. Was hast du jetzt mit den armen kleinen Mini-Marios vor? Los geht's! Und auch richtig genial einfach die Stimmenausgabe von Mario hier. Und ja, jetzt geht's ab in Welt 1. Donkey Kong hat die, ich würde mal sagen, das sind echte Mini-Marios, die so zur Demonstration für die Werbung und so weiter dienen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Geklaut, weil ansonsten wegen Spielzeug rennt man ja nicht hinter den Affen her.
Außer vielleicht doch, wenn ihr da irgendeine andere Idee habt, was denn da jetzt dahinter stecken könnte, in die Kommentare. Ich lese mir das wirklich gerne durch. Aber wir starten jetzt mit Welt 1. Das hier ist so gesehen die Overworld. Wir haben pro Welt 8 Level. Und die erste Welt ist die Mario Toy Company. Und das hier ist das erste Level. Und dort starten wir nun auch direkt rein. Ich möchte natürlich noch vorne hinweg etwas sagen. Und zwar müssen wir die Level recht schnell beenden, um einen Goldstern zu bekommen. Der wird dann später noch wichtig, erkläre ich dann auch gleich. Und aus dem Grund kann ich auch schwer erklären, was ich denn jetzt hier alles immer mache. Ich werde wahrscheinlich durchrennen, nebenbei ein bisschen kommentieren, wie Nostalgie und so weiter das Spiel für mich ist, warum, in welchem Sinne und so weiter. Und ja, wir starten jetzt mit dem ersten Level aus Welt 1 und here we go! Dann kommt nochmal so eine kleine Videosequenz, um was es jetzt gehen wird. Wir können Schalter aktivieren, blaue Böden. Dann gibt es noch rote Schalter, die aktivieren rote Böden. Und dann gibt es noch gelbe Schalter, die aktivieren gelbe Böden. Das werdet ihr auch gleich sehen. Wenn wir aber auf einen Schalter drücken, dann verschwinden jeweils die anderen Böden, soweit ich weiß. Bin mir nicht sicher, vielleicht verschwindet auch immer nur eine bestimmte Farbe, weiß ich nicht genau. Und dann müssen wir einfach mit dem Schlüssel ins Schlüsselloch. Das ist unser erstes Ziel und ich würde sagen, wir legen los. Du entkommst uns nicht, Donkey Kong. Und dann starten wir auch direkt mit dieser wunderbaren nostalgischen Mucke für mich. Also ich bin wirklich hin und weg gerissen gerade. Das hier sind Tutorial-Boxen. Hier können wir sehen, wie was genau funktioniert. Natürlich die Sprungfeder kennen wir auch aus dem neuesten Mario vs. Donkey Kong Ableger Tipping Stars. Aber hier funktioniert ja etwas anders, denn wir müssen halt Mario steuern. Mit dem Steuerkreuz steuern wir den Guten. Mit A können wir springen und mit B heben wir Dinge auf, wie zum Beispiel den Schlüssel. Wenn wir auf der Trampolin gehen, dann müssen wir den A-Knopf gedrückt halten, um höher zu springen, um das Trampolin zu aktivieren. Ansonsten, wir können auf Gegner drauf springen, wie ihr gesehen habt. Die sterben aber nicht letztendlich. Dann, die bekommen dann, also, wir können die ja nur von oben herab aufheben. Bei Tonnen und bei Schlüsseln ist es anders. Da kann man sich auch einfach davor stellen und die aufheben. Und den B-Knopf drücken. Und wie ihr gesehen habt, werden den Highscore geknackt. Dafür gibt es eben den Goldstern. Das wollen wir in jedem Level. Genauso wie in jedem Level eben die drei Kisten, die wir da gesehen haben. Denn dafür gibt es ein Bonusspiel, die drei Geschenkepäckchen. Dort können wir dann immer Leben kassieren. Jetzt gerade müssen wir nur den Pfeil anhalten. Und dafür gibt es halt gerade ein Leben. Wunderbar, nehme ich dankend an. Und da machen wir direkt weiter. Gut, also wir müssen uns nur vor den Schlüssel vorstellen und dann nehmen wir den eben auf. Bei Truhen funktioniert, also bei den Mülltonnen funktioniert das auch, aber bei den Gegnern müssen wir halt eben draufjumpen, weil ansonsten töten die uns. Das ist natürlich auch möglich und bei einer einzigen Berührung ist man direkt tot. Also das ist so gesehen eine extreme Schwierigkeit in diesem Spiel. Und jetzt starten wir mit Level 1-2. Das bringt auch schon die Neuerung ein, und zwar haben wir jetzt den Hammer. Den kennen wir natürlich auch schon aus Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars. Ich glaube, ich muss am Anfang eher mehr erklären, also ein bisschen über Nostalgie reden. Auf jeden Fall, mit L und R können wir uns umsehen, da wird das Spiel pausiert. Das sieht dann so aus, dann können wir uns das Level genau ansehen. Das ist dann auch, wenn man einen Action-Replay-Code hat, dann kann man damit auch das Level bearbeiten. Und ansonsten, ja, ihr seht es halt, ich drücke blau, blau wird aktiviert, rot wird deaktiviert. Das ist natürlich so. Und mit dem Hammer einfach dagegen springen, aber sobald wir den Hammer dann eben in unserer Hand halten, können wir nicht mehr springen. Dann, ne? Dann können wir einfach nicht mehr springen und mit B lassen wir den halt wieder dann sausen, dann verschwindet der Hammer wieder. Und sobald wir eben durch das Tor gehen, das kann ich ja jetzt auch endlich mal erklären, dann kommen wir in einen zweiten Bereich. Jedes Level hat zwei Bereiche. Und im zweiten Bereich geht es eben darum, so schnell wie möglich zu dem Mini-Mario zu kommen, der in dieser Kristallkugel gefangen ist. Das hier ist ein Extra-Leben, sieht man ja auch. Also es hat zwar keine grün-weißen Punkte, aber das ist ein Extra-Leben. Und ich muss jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich möchte noch ein paar Bonuspunkte kassieren. Aber der Hammer kann halt auch nach kurzer Zeit verschwinden. Desto mehr Gegner man mit dem Hammer tötet, desto mehr Punkte bekommt man. Und dann einfach genau dasselbe wie bei den Gegnern. Man stellt sich davor,
Luftballon oder springt auf die Kugel drauf und drückt den B-Knopf, um den Mini-Mario einzusammeln. Und damit ist halt eben das Level dann beendet. Damit hätten wir natürlich wieder den Goldstern und dann kann ich ja auch gleich, wenn jetzt keine große Neuerung kommt oder die eine selbsterklärende Neuerung, dann kann ich ja mal ein bisschen auf die... Wow, ich krieg wieder ein Leben. Natürlich sind die Kisten auch immer random. Jetzt hatten wir gerade zweimal immer dasselbe in derselben Kiste. Aber die werden dann noch random. Und es gibt auch noch ein zweites Minispiel. So, jetzt kommt wieder eine krasse Neuerung. Also es, ich kann gerade absolut nicht erklären, aber ihr seht ja auch hier seitlich immer, was man drücken muss, um irgendwie irgendeine Aktion zu vollführen. Also nichts Besonderes. Wir haben jetzt hier die Seile, wie ich sie gerne nenne. Die Schwungseile. Und dort können wir uns, wie hier erklärt, dranheften mit A und den Knopf nach oben und dann den Knopf nach oben gedrückt halten. Und dann drehen wir uns, holen Schwung und je nachdem, wie viel Schwung wir haben und dann, nachdem wir den A-Knopf gedrückt haben, um wieder loszulassen, umso höher werden wir geschleudert. Am besten ist es natürlich, nicht allzu lange zu warten, weil meistens reicht auch schon ein klein wenig Schwung aus. Und dann hat man sich umsonst aufgeladen. Den Sprung, den werde ich dann später irgendwann erklären, den ich da gerade vollführt habe. Und mit dem gelben Knopf lassen wir dann jetzt hier die Mülltonnen runterfallen. Auf die Stacheln. Die Stacheln da unten sind natürlich gefährlich. Und wenn ich jetzt hier runterspringen würde, dann würde ich hinfallen, weil der Fall einfach zu hoch ist. Und Mario wird den Schlüssel in die Stacheln verlieren. Aus dem Grund, das solltet ihr unterlassen in diesem Level. Ja, ihr seht, ich kenne das Spiel wirklich in- und auswendig. Das ist keine Weltneuheit für mich mehr, dieses Spiel. 8 Jahre lang Mario vs. Donkey Kong Erfahrung, da kann man dann auch irgendwann schon mal was erwarten von mir, ne? Wenn jetzt der Skill ist jetzt am Anfang noch sehr, sehr hoch, aber das wird sich definitiv noch ändern. So, da musste ich mich tatsächlich jetzt, wow, verlassen, denn wir können den Goldstern nicht mehr bekommen. Wenn wir einmal verkacken in den Level, dann können wir den Goldstern nicht mehr bekommen. Außer wir verkacken im ersten Bereich, aber im zweiten Bereich, wenn wir da verkacken, dann geht es sich nicht mehr aus, weil der Goldstern hängt, vielleicht habt ihr es mitbekommen, der hängt von der Zeit ab, die wir noch haben. Und ja, jetzt seht ihr auch, hier taumelt dann Mario so ein bisschen. Und wir nehmen die Zeit, die wir hier am Ende vom ersten Level haben, nehmen wir mit in das zweite, in den zweiten Unterbereich eines Levels. Und damit haben wir dann eben auch mehr Zeit im zweiten Unterbereich, um es schneller zu beenden. Sollten wir im zweiten Unterbereich jedoch sterben, dann verlieren wir die Bonuszeit, die wir mitgenommen haben. Und wenn das natürlich geschieht, ist es auch nicht mehr möglich, den Goldstern zu bekommen. Was natürlich sehr, sehr ärgerlich ist. Und dann muss man das Level immer und immer wieder neu starten. Aber ihr habt ja jetzt gerade schon wunderbar gesehen, was ich damit gemeint habe. Und ja, sollte uns ein Gegner anrempeln, während wir irgendetwas hochheben, ob es jetzt Schlüssel ist, Mülltonne oder einen anderen Gegner, dann verlieren wir den Gegenstand einfach nur und sterben dadurch nicht direkt. So hätte das aussehen sollen. Ich habe die Mülltonne einfach zu weit geworfen. Dann war für unseren guten roten Klempner der Sprung einfach nicht mehr möglich. Kann man nichts machen. Ja. Wo war ich? Ich habe jetzt vergessen, wo ich war. Auf jeden Fall, jetzt ist hier was anderes in den gelben Päckchen. Und wir haben auch das zweite Minispiel. Da müssen wir einfach die Kisten tauschen. Am besten natürlich, wenn Donkey Kong direkt sich selbst zerquetscht. Am meistens zerquetscht einfach die Kiste, bei der man sich nicht, also um die man sich nicht kümmert. Nee, andersrum. Um die Kisten, um die man sich kümmert, die zerquetscht er. Da zerquetscht eine aus Dingen und sollte man immer das wenig Leben und das Null-Up von DK nehmen und sich um das kümmern und das 2-Up einfach seitwärts stehen lassen oder 5-Up oder 3-Up oder whatever. Und sich nicht um das kümmern, weil das zerquetscht dann meistens sowieso nicht. So, nächstes Level 1-4 steht an.
Hier kommen die Förderbänder zum Vorschein, erklärt sich eigentlich auch von selbst, aber hier wird es natürlich noch wunderbar auch für die Vollidioten unter euch beschrieben. Einfach ducken und dann kommt er durch und das Level, meine Freunde, das kann man in einer Rekordzeit abschließen. Jetzt habe ich hier, wow, zweimal den Rückwärtssalto nicht hinbekommen. Den erkläre ich dann auch noch später, wenn er dann sein muss. Aber wie ihr seht, gerade ist er nicht wirklich brauchbar. Natürlich sollte man hier einmal im Kreisrenner mit dem Rückwärtssalto, funktioniert das halt einfach wirklich viel, viel besser. Und dann haben wir hier direkt den nächsten neuen Gegner, und zwar Strom. Ja, das hier ist ein, das sind, glaube ich, gar keine Seile. Ich glaube, das sind wirklich so Strommasten, soll das, glaube ich, darstellen. Weil nicht umsonst fließt hier die ganze Zeit Strom. Und der fließt halt einmal durch. Sollte der bei einem ankommen, dann wird man natürlich getötet, weil Strom ist natürlich selbstverständlich tödlich. Und ja, dann stirbt man, wenn man dann noch am Seil hängt. Aus dem Grund lieber noch eine Runde abwarten. Ihr seht ja, man bekommt locker hier in der ersten Welt genug Punkte zusammen. Das ist absolut kein Problem. Schwierig wird es dann erst ab Welt 3, würde ich sagen. Schwierig wird es erst ab Welt 3. Ich glaube auch, das nächste Level wird ein wenig knapp. Also 1,5 hat es auch schon ein wenig in sich. Du hättest ruhig noch eins weitergehen können, lieber Pfeil. Und ab dann wird es halt problematisch. So, nächstes Level 1-5. Heute lernen wir, oder jetzt lernen wir, dass wir auch Mülltonnen nach oben mitnehmen können, weil wir können natürlich nicht mit Mülltonnen auf unseren Händen oder mit Gegnern auf unseren Händen klettern, genauso wie mit Schlüsseln können wir nicht Leitern hochklettern. Und aus dem Grund müssen wir die natürlich irgendwie nach oben werfen. Da drücken wir einfach den Knopf nach oben, wie man hier auch nochmal wunderbar erklärt bekommt, und den B-Knopf, und dann schleudert man die nach oben. Man kann auch einfach so einen Sprung vollführen, dann schleudert man die nach vorne, und ansonsten absolut kein Problem. Jetzt habe ich mir hier unten natürlich das rote Päckchen gegönnt. Wir wollen ja alle, wie ihr wisst, und dann hier den wunderbaren gelben Schlüssel. Ja, langsam aber sicher bin ich, glaube ich, mit dem Erklären durch, also so halbwegs, das Spielprinzip ist, glaube ich, so halbwegs verständlich rübergeklungen. Ich muss natürlich mich auch ein bisschen beeilen, weil ich möchte im zweiten Part wirklich nicht mehr drüber reden, wie jetzt das Spielprinzip funktioniert. Das ist, ne, das passt einfach nicht, wenn ich im zweiten Part immer noch über das Spielprinzip rede. Und dann sehen wir hier nochmal hochwerfen. Wir können auch springen und dann hochwerfen. Und ich möchte jetzt hier keinen Gegner töten. Wow, das war knapp. Denn diese Gegner, die töten wir nicht mit der Mülltonne. Die Mülltonne ist nämlich für einen bestimmten Gegner, und zwar für den Gegner dort oben auf dieser einzelnen Plattform neben dem Mini-Mario. Weil den Hammer, der, ja, man kann es schaffen, den Hammer bis nach da oben mitzunehmen. Ich guck mal eben, kann ich dich? Ja, ich kann dich sogar von hier unten töten. Aber der, man kann es schaffen, aber da muss man wirklich extrem schnell sein. So ist es einfacher, mit der Mülltonne den zu töten. Und dann hat man ja auch den Goldstern, oder? Ja, dürfte sich ausgehen. Aber ihr seht, dieses Level ist etwas knapper als die ganzen anderen. Ich weiß nicht wieso, aber es ist ein schwierigeres Level als alle anderen. So. Dann, jetzt habe ich nicht drauf geachtet, wo was drin ist. Aber ich glaube, blau und rot, da switche ich mal ein bisschen rum. Und er zerstampft tatsächlich das Gelbe. Also, random. Random. Und ich glaube, ich werde den Affen. Das Minispiel kann ich nicht. Gut, und dann noch in diesem Part Level 1.6. Denn das hat noch eine krasse Neuerung mit sich gebracht. Und dann im nächsten Level MM und DK. Das sind zwei besondere Level. Und jetzt sehen wir hier den Handstand, den habt ihr wahrscheinlich auch schon einmal gesehen in den Level, wo wir die Mülltonnen von oben runterwerfen mussten, weil ich da diesen Salto-Sprung gemacht habe. Den lernen wir nämlich auch in diesem Level. Gleich mehr dazu. Also wir haben hier den Salto-Sprung, ducken und A und dann nochmal A. Dann machen wir einen einfachen Salto, der genügt für hier, aber ab hier oben genügt dieser Sprung nicht mehr. Dann müssen wir nämlich nicht hier, sondern hier ducken, A und Doppel-A. Dann machen wir einen doppelt so hohen Sprung. So, da unten ist der Bär, wie ich ihn gerne nenne. Das ist natürlich so ein Bauklötzchen. So ein Lego, keine Ahnung, was auch immer, soll natürlich hier eine Spielzeugwelt sein, selbstverständlich. Und hier dann
Laufe mit dem Handstand, bist du sicher vor fallenden Gegenständen. Das wird auch sehr, sehr wichtig für den Bosskampf, kann ich euch jetzt schon sagen. Und dann einfach hier mit dem Handstand rüberrennen. Steuerung eigentlich recht simpel. Mit der Steuerung ist man schnell vertraut. Was ich halt damals nicht wusste, weil es mein erstes Spiel war, dass man Rennen und Springen gleichzeitig kann. Und dann bin ich immer nur auf der Stelle gesprungen. Das könnt ihr euch ungefähr so vorstellen wie ein kleines Kind. Was, keine Ahnung, was gerade gehen gelernt hat. Das Rennen, das geht natürlich auch nur und springt nicht gleichzeitig direkt los. Bin ich halt dann da gesessen, mein Vater hat mir das dann letztendlich beigebracht, denn der hat gesagt, kauf den Jungen doch eine Konsole, hat der gesagt, und genau wegen dem bin ich auch gerade hier und hier, wirklich, hier haben wir gerade den Rückwärtssalto gesehen, rennen, dann wunderbar schnell umdrehen, in die andere Richtung, und sobald man den Blitz bei den Füßen sieht, muss man den A-Knopf drücken. Dann springt man eben in die Richtung, in die, glaube ich, Mario guckt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann haben wir hier drüben noch zu guter Letzt einen neuen Gegner. Und zwar eine fiese, fiese Mülltonne, die zum Leben erwacht, wenn man auf ihr einen Sprung ausführt. Diese war auch schon zu sehen in dem Level mit dem Strom. Hat man die schon gesehen. Das sind nämlich die Mülltonnen mit Augen. Also da gucken manchmal Augen raus. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen ein klein wenig schockierend, wenn man dann direkt in der ersten Welt einen Gegner irgendwie begegnet, der mit dem man nicht rechnet zu dem Moment. Dann kriege ich ja auch endlich wieder ein Leben. Gut, und dann beim nächsten Mal MM und vielleicht erkläre ich euch dann auch endlich, für was man die Sterne braucht. Ich schätze aber nicht, weil MM und DK, das sind so zwei Level, da werde ich wieder ewig zum Erklären brauchen. Solltet ihr natürlich weiterhin noch Fragen haben bezüglich des Spiels oder irgendwas mir mitteilen wollt, was ich jetzt übersehen habe in dem wunderbar schnellen Erklären, dann in die Kommentare damit und ich werde es euch beantworten. Das war's aber jetzt soweit von mir. Das war Mario vs. Donkey Kong für den Nintendo Game Boy Advance. Habe ich auch noch nicht erwähnt. Ist für den Nintendo Game Boy Advance rausgekommen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal und tschö tschö, euer Ultra.